Ein Friseur, der ein mysteriöses Doppelleben führt und der rund um den Bodensee von Hotel zu Hotel zieht. Seine Leiche wird im Bodensee gefunden. Er ist ertrunken, aber offenbar nicht im See. Dieses mysteriöse Verbrechen versuchte auch Eduard Zimmermann in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst zu klären. Ralf Döbele ist Journalist und Buchautor. Er hat sich eingehend mit diesem ungewöhnlichen Mordfall auseinandergesetzt. Wenn man sich mit Verbrechen beschäftigt, vor allem mit Kapitaldelikten, begegnen einem früher oder später alle möglichen verschiedenen Doppelleben. Geheimnisse, die Opfer versuchen, vor ihren engsten Angehörigen sogar zu verbergen. Aber mir ist wirklich noch nie ein derart mysteriöses Doppelleben begegnet wie im Fall Josef L. Für die Polizei beginnen die Ermittlungen am 22. September 1969. Im Rhein zwischen Konstanz und Schaffhausen ist eine männliche Leiche geborgen worden. Mit Hilfe des Mantels, den der Mann trug, kann die Polizei die Identität des Opfers feststellen. Das Kleidungsstück wurde in Zürich gekauft. Bei dem Toten handelt es sich um Josef L., 56 Jahre alt, Inhaber eines Friseursalons bei Hof in Oberfranken. Beamte aus der Schweiz und Deutschland ermitteln gemeinsam. Relativ schnell schon bei der Leichenschau wurde dann aber klar, dass der Mann ermordet worden war. So fand man um seinen Hals noch das Drosselwerkzeug, mit dem er vermutlich getötet wurde. Die Polizei findet heraus, dass Josef L. den gesamten letzten Monat vor seinem Tod am Bodensee verbracht hat. Dabei wechselte er regelmäßig die Hotels. Meistens wohnte er in Lindau oder Konstanz. Eine eindeutige Erklärung dafür, warum Josef L. quasi wöchentlich seine Hotels gewechselt hat, gibt es nicht. Besonders auffällig dabei ist, dass er hauptsächlich in besseren Häusern abstieg, in nobleren Hotels. Allerdings hat er in seiner ersten Woche in Lindau auch von einem Tag auf den anderen seine Unterkunft gewechselt. Und er zog in eine sehr, sehr günstige Pension, wo das Zimmer 5 Mark mit Frühstück kostete, wo er anscheinend auch sehr Wert darauf gelegt hat, dass es eine günstige Unterkunft war. Was Josef L. innerhalb dieses Monats am Bodensee genau gemacht hat, bleibt unklar. Das Verhalten von Josef L. am Bodensee ist recht widersprüchlich in sich selbst. Also einerseits sah er immer wie aus dem Ei gepellt aus. Also er legte quasi jeden Tag, bevor er aus dem Hotel ging, seine Gala-Uniform, könnte man fast sagen, an. Trug plissierte Hemden, trug eine Fliege, trug auffällige schwarz-weiße Schuhe. Er wollte also offensichtlich auch einen guten Eindruck machen. Andererseits war Josef L. ganz klar darum bemüht, inkognito zu bleiben. Die ständigen Hotelwechsel, das auffällige gepflegte Äußere von Josef L., seine rätselhafte Ermordung, der Tod des Mannes aus Oberfranken, 500 Kilometer von seinem Heimatort entfernt, wird noch mysteriöser. Bei seiner Recherche hat sich XY-Experte Ralf Döbele unter anderem den Obduktionsbericht genau angesehen. Josef L. wurde nicht nur stranguliert, es wurde auch Wasser in seiner Lunge gefunden, das heißt, er ist auch ertrunken. Allerdings stellte sich nach der Obduktion heraus, dass er nicht im Rhein ertrunken sein kann, denn es handelte sich bei dem Wasser in seiner Lunge um Leitungswasser. Das heißt, vermutlich wurde er getötet und dann von den Tätern in den Rhein geworfen. Die Beamten spekulieren, Josef L. könnte in einer Badewanne ertränkt worden sein. Ein Gutachten stellt die Polizei noch vor ein ganz neues Rätsel. Der Mann ist innerhalb der letzten Stunde vor seinem Tod eine gefährliche Verletzung am Geschlechtsteil zugefügt worden. Er dürfte mehrere Stunden stark geblutet haben, auch nach seinem Tode noch. Wir haben aber nicht die geringsten Blutspuren in seiner Wäsche gefunden. Auch nach einer Woche Liegezeit im Rhein müssten sich solche Blutspuren noch feststellen lassen. Das Opfer muss nach seinem Tod von den Tätern abgewaschen worden sein. Erst anschließend wurde der Mann in den Rhein geworfen. Die Todesumstände sind mehr als rätselhaft. Die Polizei ermittelt daher in alle erdenkliche Richtungen. Aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen an Josef L.'s Geschlechtsteil gingen die Beamten relativ schnell davon aus, dass er sich vielleicht auch in homosexuellen Kreisen bewegt haben könnte. Andererseits bleibt es eine Theorie. Also es gibt keinerlei stichhaltige Hinweise darauf, dass er sich tatsächlich in der Zeit, nachdem er morgens die Hotels verlassen hat, mit Männern getroffen hat. Es bleibt eine Theorie. Kriminalitätsexperte Döbele hat noch eine andere Vermutung für ein mögliches Tatmotiv.
Die Theorie, die meiner Meinung nach mehr Sinn macht, ist, dass Josef L. möglicherweise unter Spielsucht gelitten hat. Sowohl in Konstanz und in Lindau, wo er sich wochenlang aufgehalten hat, gibt es Spielbanken. Möglicherweise würde das auch sein adrettes Äußeres erklären, wenn er morgens aus dem Haus gegangen ist. Es könnte auch die Geldprobleme erklären, die er eventuell gehabt hat. Möglicherweise hat er sich von den falschen Leuten Geld geborgt und die wollten das kurz vor seiner Abreise oder am Tag seiner Abreise zurück und er konnte nicht zahlen. Der Wohnort von Josef L. in Oberfranken liegt nahe der Grenze zur damaligen DDR. Die Polizei hat daher noch eine weitere Vermutung. In Anbetracht all dieser Rätsel, die sich in diesem Fall auftürmen, hat die Kripo auch mögliche Geheimdienstkontakte des Opfers überprüft. Da gab es aber kein entsprechendes Ergebnis. Angesichts der vielen Fragen möchten die Ermittler möglichst viele potenzielle Zeugen ansprechen. Deshalb wenden sie sich an die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst. Moderator Eduard Zimmermann zeigt in der Sendung vom 17. April 1970 einen langen Filmbeitrag zum Mord an Josef L. Wären Sie daran interessiert, mir diese Obwohl er zweifellos bis zu seinem Tod über genügend Bargeld verfügt hat, versucht er auf der Insel Reichenau in zwei Friseurgeschäften zwei Haarscheren aus seinem Besitz für 18 Mark zu verkaufen. Ohne Erfolg. Wiedersehen. Aktenzeichen XY wurde damals von über 20 Millionen Zuschauern gesehen. Entsprechend hoch war auch das Hinweisaufkommen aus allen drei Ländern des Sendegebiets. Letztendlich führte aber auch die Ausstrahlung nicht zum Erfolg. Also es meldete sich ein Zeuge, der angab, möglicherweise mit Josef L. noch in Schaffhausen Kontakt aufgenommen zu haben. Besonders kurios ist noch, dass der schweizerische XY-Moderator Werner Vetterli in der Folgesendung von einer ganz heißen Spur sprach. Wir hoffen, Ihnen vielleicht schon in der nächsten Sendung diesen Fall als gelöst bekannt geben zu können. Das ist dann allerdings nie passiert. Die Ausstrahlung bei XY hat also nicht zur Überführung eines Täters geführt. Besteht dennoch Hoffnung? Ich persönlich sehe keine Chance, dass der Fall Josef L. noch aufgeklärt werden kann. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Ermittlungsakten bereits 1973 geschlossen wurden. Inzwischen gibt es auch noch ein juristisches Problem im Fall Josef L. Federführend bei den Ermittlungen waren nämlich die Schweizer Behörden. Und in der Schweiz verjährt Mord nach 30 Jahren. Das heißt, der Täter hat seit September 1999 nichts mehr zu befürchten, könnte sich also auch zu der Tat äußern, falls er noch lebt. Sollte er das nicht tun, sehe ich wirklich keinerlei Chance, noch hinter das Geheimnis von Josef L. zu kommen. Die Chance, dass dieser mysteriöse Todesfall noch aufgeklärt werden kann, ist gering. Das Geheimnis um den Tod von Josef L. bleibt rätselhaft.